Maria Büker. Wir sind von der katholischen Jugend Altgermhütte und nehmen halt auch an der 72-Stunden-Aktion teil. Wir bauen einen neuen Carport in dem Sinne für den Friedhofsgärtner. Das schaffen wir neu, haben wir abgerissen. Und wir machen an einer Müllabfallsammelstelle, wo die Leute, die den Friedhof besuchen, immer ihr Müll einwerfen. Das auch neu, weil das ja kaputt ist und dass es wieder schön und neu aussieht. Ich bin Alena Kölker, ich komme aus Dissen und bin auch Mitglied der katholischen Jugend in Dissen-Bad Totenfelde. Wir machen bei der 72-Stunden-Aktion mit und sollen einen Barfußpark für den Kurpark gestalten. Ja, hallo, ich bin Stefan Glosemeier, erster Vorsitzender der Landjugend Bad Lahr. Und hier entsteht gerade ein Wasserspielplatz. Im Hintergrund werden schon Kantensteine gesetzt und außen drum zu wird gepflastert. In der Mitte werden sämtliche Spielattraktionen gestaltet mit Wasserpumpe. Wir kriegen immer sehr viele fleißige Helfer, Unterstützung von allen Regionen, Firmen in Bad Lahr. Das macht einfach mega viel Spaß und das ist eine unheimliche Motivation, das zu machen.